Schwestern und Brüder, in dieser Woche am Fest, das heißt in der vergangenen Woche, am Fest Peter und Paul hat Papst Benedikt in Rom ein neues Ministerium ins Leben gerufen. Recht überraschend eigentlich. Einen neuen päpstlichen Rat, wie das dort heißt, hat er eingerichtet, und zwar einen Rat zur Neuevangelisierung. Er hat dabei das gute alte Europa, also uns, im Blick, Nordamerika und Australien. Das, was man so gemeinhin unter westlicher Welt versteht. Neuevangelisierung. Man könnte das auch, wenn dieser Titel in den päpstlichen Ministerien nicht schon vergeben wäre, als Missionsrat bezeichnen. Das heißt, seit Dienstag ist es ganz amtlich, wir sind Missionsland. Haben wir uns in den letzten Jahrzehnten noch viel darauf eingebildet, dass wir die Missionen unterstützen? Fragt sich nur wie, Hauptsache mit Knete. Sind wir jetzt selber in der Situation, missioniert werden zu müssen? Das heißt nichts anderes, als dass das Evangelium verkündet und neu gesagt werden muss. Und wer hätte das nicht nötig? Sehr passend dazu heute das Evangelium. Ein missionarisches Evangelium. Das ganz und gar handelt vom missionarischen Auftrag der Kirche. Heißt also auch, wenn wir genau hinsehen und hinhören, von dem Auftrag, der an uns ergeht. Und ich nehme wie immer an, dass Sie gut zugehört haben. Wie Schafe mitten unter die Wölfe sind wir gesandt. Ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche, ohne Schuhe, kein Gruß und dann auch noch Essen, was man vorgesetzt bekommt. Ganz schön weltfremd, oder? Würden wir sagen. Empfinden wir wahrscheinlich so. Wer geht so noch? Das mag sein, dass es ziemlich weltfremd ist, aber ist es nicht ganz schön passend für eine Botschaft, die eben nicht von dieser Welt ist, aber für diese Welt? Ist es nicht dennoch eine Botschaft, die ganz schön passend ist für Menschen, für uns, auch wenn diese Botschaft nicht von uns kommt, sondern von jemand anderem? Ich habe sehr früh begonnen in der Auslegung, uns alle einzubeziehen. Und das steckt im Evangelium schon drin. Vorher hat Jesus die 12 schon einmal ausgesandt, die Apostel. Heute sucht er 72 andere Jünger. Denn die Botschaft vom Reich Gottes muss sich verbreiten, sie muss gesagt werden. Sie braucht alle, sie kann auf niemanden verzichten. Das ist das Erste, was auffällt. In der vergangenen Woche haben wir eine Klausurtagung vom Dekanat gehabt, in der die bischöfliche Visitation durch Bischof Stephan abgeschlossen wurde. Und der Bischof hat erzählt, dass seine Erfahrungen im Großen und Ganzen schön und angenehm waren, aber an einem Punkt ist er sehr nachdenklich geworden. Alle Gremien, sagt er, denen er begegnet ist, alle, erwarten alles vom Bischof. Herr Bischof, Sie müssen machen. Und Sie müssen dafür sorgen, dass. Und das müssen Sie abstellen und jenes erlauben. Und er sagt, wenn er abends um 10 oder um 12 nach Hause gefahren ist, hat es ihn erdrückt. Weil er sagt, ich bin doch nur der Bischof. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist das Erste, was wir aus diesem Evangelium mitnehmen müssen. Der Bischof ist nicht die Kirche. Der Bischof gehört zur Kirche. Und es gibt keine Kirche ohne Bischof. Das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Aber der Bischof ist nicht die Kirche allein. Jesus sendet 72 aus, nicht nur die 12. Er sucht 72 andere Jünger. Und diese 72 sind im Judentum eine Zahl für die Vollkommenheit. 72 Sprachen gibt es, 72 Völker der Erde. Er sucht alle aus. Zumindest die, die zu ihm gehören wollen. Die erste wichtige Erkenntnis. Und dann sollten wir genau hinsehen, wie Jesus uns schickt. An dem jeweiligen Ort, an dem wir sind, an dem wir leben. Er sendet uns, und das ist geradezu auffällig, auch wenn wir ein wenig den Kopf schütteln und sagen, naja, unfreundliche Menschen gibt es ja auf der Erde genug, da sollen wir als kirchliche Typen nicht auch noch dazugehören.
Nichts ist schlimmer als ein Pastor, der die Leute nicht grüßt. Und hier steht im Evangelium: Grüßt niemand unterwegs. Also können sich unsere klerikalen Miesepeter auf das Evangelium berufen, oder wie ist das? Haben sie auch noch recht? Wir sind gesendet alle als Menschen des Gebetes. Das heißt, Menschen des Gebetes wissen, dass sie sich verdanken. Sie brauchen einen inneren Bezugspunkt, der sich dann äußert, in etwa in der Sprache des Gebetes. Wen man dort anspricht, an wen man sich wendet. Eben nicht irgendwas Nominoses, Ominöses oder die leere Wand, sondern bei Christen hat es einen Namen, dieses Nominose Es. Es ist eine Person, der lebendige Gott, den wir in Christus selber ansprechen dürfen. Am Anfang des Evangeliums heißt es wörtlich, er sendet die Jünger vor seinem Angesicht her. Also nicht, wie die Einheitsübersetzung sagt, wohin er gehen wollte, sondern er sendet sie vor seinem Angesicht her. Das heißt, wir sind gesendet als Menschen des Gebetes zu denen, denen Jesus selber sein Gesicht zeigen will. Und die ersten Botschafter dieses Angesichtes, dieses Gesichtes Jesu sind wir. Und dieses Gebet ist vorstellbar wie eine innere Kraft, die man nicht einfach vergeuden darf. Wir kennen das aus alttestamentlichen Geschichten. Das ist ja merkwürdig, wo bei dem alten Isaak nur ein Segen zur Verfügung steht. Das ist ja komisch. Da schummelt sich Jakob der Listige vor und für den Esau ist nichts mehr da. Das ist doch Witz, wenn wir heute sagen, mein Gott, soll er den halt auch noch segnen? Dann soll ich nicht so anstellen. Aber der Segen, wie das Gebet, ist eine Kraft, die man nicht unbegrenzt hat. So ist die Vorstellung des Neuen Testamentes. Das ist eine Kraft, die weggeht. Und Jesus sagt deutlich, wohin sie gehen soll. Etwa zu den Kranken. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen, auch geistliche Menschen heute machen, dass man sich auch im Gebet verausgaben kann, dass man irgendwann leer ist, dass man nichts mehr hat. Und dass diese Kraft nicht aus uns selber kommt, sondern dass sie immer von diesem Bezugspunkt, den wir schon entdeckt haben, von Christus selber herkommt. Nicht wir richten uns aus mit unseren Strategien, sondern wir sollen ihn ausrichten. Ihn, von dem uns Kraft zukommt. Der Bezugspunkt, Mittelpunkt und Kern unseres Lebens ist. Christus sendet uns und wir sollen Christus bringen. Und dann, wie sendet er uns? Und das müssen wir gerade in der sogenannten westlichen Welt, die wir neu evangelisiert werden wollen, hoffentlich und sollen, noch einmal genau hinschauen. Bei uns ist ja vieles intakt, nur die Proportionen sind so merkwürdig. Strukturen, perfekt. Wir strukturalisieren uns zu Tode. Am Schluss glaubt kein Mensch mehr, aber die Strukturen bestehen noch. Hier ist es genau umgekehrt. Und diese Proportion müssen wir für unseren Glaubensweg wieder entdecken. Und ich meine jetzt gar nicht, sie anzustiften, obwohl das natürlich im Moment bei den Sparplänen in ist, auf die da oben zu zeigen, sondern wir müssen jeder bei sich einmal anfangen. Jesus sendet uns in größtmöglicher Einfachheit. Man könnte auch das Ganze radikale Askese nennen. Kein Vorrat. Kein Vorrat. Wenn wir Figuren der Kirchengeschichte anschauen, bis hinein in die Gegenwart, dann sind es doch gerade solche Menschen, die Jugendliche begeistern. Wer als junger Mensch einem Frère Roger begegnet ist, kann ungefähr ahnen, wovon hier die Rede ist. Größtmögliche Einfachheit. So gut für nichts für sich beanspruchen. Mit ganz möglich geringem strukturellem Aufwand, mit wenig Immobilien. Das spricht junge Menschen an. Nicht, dass wir uns oft vorstellen, was junge Menschen ansprechen müsste. Die Botschaft ist ganz einfach. Aber gerade in dieser Einfachheit, sie zu leben, möglicherweise sehr schwierig. Jesus sendet uns in größter Einfachheit und er sendet uns in einen Austausch. Das ist sehr interessant. Er sagt nicht, ihr seid fertig und wo ihr hinkommt, da packt ihr eure Sachen aus, die ihr mitgebracht habt und da wird alles gut. Und wenn die Glück haben, sind die so klug und nehmen es an, sonst lassen sie es halt eben bleiben.
Nein, Jesus sendet uns in einen Austausch und das wird nirgendwo deutlicher als in der konkreten Anweisung, das zu essen, was auf den Tisch kommt. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus spricht zu Juden. Da hätte man zuerst einmal fragen müssen, Punkt 1, ist das koscher gekocht? Punkt 2, Fleisch, gut, wir sind lange gewandert, haben uns jetzt auch verdient, sagt Jesus. Aber ist das anständig geschächtet? Ist das koscher geschlachtet? Nichts davon. Esst das, was euch vorgesetzt wird. Das ist eine große Provokation. Das heißt, zwar die Botschaft zu bringen, als Botschafter des Angesichtes Jesu zu kommen und durchaus etwas sagen dürfen, eine Kraft mitzubringen, die sogar heilt und der böse, dämonische Mächte nichts anhaben können, aber dennoch in einen Austausch gehen, sich darauf einlassen, auf das, was man vorfindet, und nicht das kleine Ghetto exportieren und ein neues Ghetto aufmachen. Es gibt widerstrebende Kräfte. Es gibt auch Menschen, die diese Botschaft ablehnen. Auch dazu sagt Jesus deutlich etwas. Wenn wir diesen Weg, wenn wir diese Punkte so an uns vorbeiziehen lassen, wenn wir hören von diesem Stichwort ganz aktuell, von der Neuevangelisierung, dann fragen wir sehr schnell, wer soll das denn jetzt noch machen? Gibt ja immer weniger. Wir werden ja immer kleiner. Und wir müssen das, was wir haben, alles irgendwie aufrechterhalten. Dann muss der nächste Kaffee organisiert werden. Und dann ist dies und jenes alles sehr, sehr wichtig. Ja, gehört aber alles zur Struktur. Unsere Frage muss sein, wie und wo kann ich von dem, was ich heute gehört habe, das Evangelium verkünden? Und deshalb setzt Jesus am Ende des Evangeliums einen wunderbaren Punkt. Wir sind es gewohnt, wenn wir über Missionierung, Neuevangelisierung, wenn wir darüber etwas hören, an die Arbeit, an die Mühe zu denken, die es ohne Frage ist. Aber nicht umsonst sagt es heute schon das Tagesgebet der Messe, wie in einer großen Überschrift, wie auch hier im Evangelium, taucht dieses Stichwort der Freude auf. Botschafter des Evangeliums zu sein, Botschafter des Gesichtes Jesu zu sein, das Licht ist und Erbarmen und Friede, Sinn für jedes Menschenleben, macht Freude. Man ist beinahe versucht zu sagen, es macht Spaß, das zu tun. Wenn wir uns dorthin tasten, zu sagen, wo kann ich das in meiner Familie, in meinem Umfeld? Vielleicht in einem ganz kleinen Punkt. Wir sollen uns nicht in der Bahnhofstraße auf die Kiste stellen. Braucht ihr vielleicht auch mal eine Idee? Wäre wahrscheinlich sinnvoller als der Kirchenladen, auf der Kiste in der Bahnhofstraße zu stehen, das Evangelium vorzulesen, damit die Menschen es hören. Also wenn Sie eine Kiste brauchen, melden Sie sich. Aber vielleicht finden Sie noch einmal einen weniger spektakulären Ort, wo wir das tun können. Bis in die geistlichen Gemeinschaften hinein. Es ist nicht mehr selbstverständlich, das Wort des Evangeliums zu hören. Es zu benutzen für die eigenen Entscheidungen, für den eigenen Lebensplan, für den nächsten Schritt. Aber genau das ist gemeint. Dass wir so leben, dass das Evangelium aus unserer eigenen Lebensgestalt, aus unserer Biografie, aus uns heraus zu sprechen beginnt, weil wir den Bezugspunkt Christus nicht verlieren und nicht aufgeben können. Und dieses Versprechen, das Jesus am Ende ablegt, wird sich bewahrheiten. Das Versprechen, das uns ganz tiefe Freude erfasst und bleibend erfüllt.